Simon Will, Freunde! Willkommen zu einem neuen Let's Play. Muss ich jetzt irgendwie koordinieren, hier rüber zu kommen? Das war ein Weg. Guten Morgen! Richard, guten Morgen, Alter. Genau das Gegenteil von allen anderen Freunde-Videos, die alle um 3 Uhr nachts passieren. Jetzt sind wir um 8 Uhr 37 morgens. Alles okay, Gönnung. Ich hab übel Bock auf dieses Video. Ich hab auch mega. Mega, mega. Bock, ich liebe es immer. Ja, voll. Auch wenn ich finde, dass es so ein bisschen entblößend irgendwie ist. Ich muss mich erstmal anziehen. Ich kann mich hier gar nicht konzentrieren. Also, ich habe gerade vorhin rausgesucht, okay, was wollen wir jetzt für Videos zeigen? Yeah. Und da habe ich schon gemerkt, so, puh, es wird schon hart cringe. Kurze Backstory, die wir eigentlich auf jeden Fall hier an der Stelle adden müssen. Marius und ich hatten gestern oder vorgestern was, glaube ich, irgendwie so einen Moment, wo wir beide irgendwie so voll am Hängen waren, irgendwie so voll so, was ist für ein Tag? Auf einmal haben wir angefangen, uns gegenseitig alte Videos von uns zu zeigen, so. Und dann so voll die Storys dazu auszupacken. Und dadurch hat man so voll realisiert, so, Alter, man macht den ganzen Shit einfach schon so lang. Und dann dachten wir, es wäre eigentlich auch übel, weil wir uns die ganze Zeit den Arsch abgelacht haben. Ja. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie alles angefangen hat. Jetzt leak ich halt diesen ganzen alten Channel, den man komplett durchgucken kann. Boah, damn, okay, das ist krass, das ist krass. Dann würde ich sagen, dann schicken wir, wer anfängt, oder? Okay. Ehre, Stein, Papier. No. Immer verlierst du. Ich verliere wirklich immer. Das heißt, du musst anfangen. Du musst anfangen. Das Ding ist immer, wenn mich Leute fragen, wie lange machst du eigentlich schon YouTube, wie lange machst du schon Videos und alles so dran, sage ich immer, ja, so seit ich 10 bin. Der Grund, warum ich das halt sagen kann, ist wegen diesem Video, weil das Video wurde 2007 hochgeladen. Dislikes läuft auch auf jeden Fall. Dislikes läuft übel, Digga. Und Falco hat es irgendwie auch entdeckt. 10 Jahre alter Kommentar, Alter. Ja, das ist echt krass. Also, wie gesagt, ein Stop-Motion-Video. Wie man hier seht, Dummheit tut weh. Zweite Folge der Usualis. Oh, zweite Folge, das heißt, es muss irgendeine erste Folge geben. Aber die Usualis waren damals auf jeden Fall so kleine Viecher aus dem Überraschungsei, die wir hatten. Und ich war damals halt so richtig anders dumm im Kopf. Also richtig der vercrackte kleine Junge. Also, let's einfach watch the 32 Sekunden. Was willst du denn da? Warte. Moin. Ey, Digga, ich bin auch so von dem, was man jetzt gerade schon gesehen hat, irgendwie so proud, allein wie diese ganzen Viecher ins Auto reingehen. Weißt du, wie wir es gemacht haben? Ja. Wir haben die so reingesetzt und dann quasi als eins drin war, haben es dann rausgenommen, dann ist das nächste so reingegangen. Dadurch sieht es aus, dass alle ins Auto reingehen, aber eigentlich waren am Ende immer nur so zwei drin. Geil. Irgendwie fand ich damals Krank. Sachen immer nur dann interessant, wenn es so übelst den Platzblätter gab, so. Das war mich einfach immer, in jeder Folge sterben einfach alle Viecher so. Ja, das war's dann an der Stelle auch schon. Geil. Ist dir was aufgefallen? Diese Straße hier entsteht einfach aus dem Nichts. Guck mal. Ach so, lol. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir wollen ja, dass die da von der Straße abkommen und dann in den Abgrund fallen und sterben. Und dann haben wir gemerkt, lol, das macht ja gar keinen Sinn, wenn die Straße da aufhört. So, die müssten ja theoretisch eigentlich die Kurve kriegen wollen. Deswegen brauchen wir da eigentlich Straße, aber die haben wir vergessen, da hinzulegen. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir einfach so einen Kameraschmeck nach unten. Den dann mit Stop-Motion haben wir den Kameraschmeck da so gemacht und haben dann die scheiß Straße da hingelegt. Und ja, ich finde, es funktioniert. Ich hab's echt nicht gecheckt. Bei mir gibt es ja gar nicht mehr so alte Videos online. Ist der Channel, den es noch gibt, ist der vierte. Der vierte? Der vierte. Das ist halt wirklich mein erster. Ich habe damals in Minecraft Mod programmiert, so Anfang der 7. Klasse ungefähr. Mhm. Und da habe ich halt so Tutorial-Videos und so die neuen Features geshowcased. Solche Sachen habe ich auch mal gemacht, auch auf dem Kanal sogar. Genau, danach hatte ich meinen ersten Minecraft-Let's-Play-Channel, der hatte 11 Abonnenten. Ja. Danach so einen Sketch-Channel mit so Effekten schon mal. Ach geil. Da habe ich ein Jahr lang Videos gemacht und nach einem Jahr hatte ich so 100 Abos oder so, aber den gibt es auch nicht mehr. Story of my life. Im Prinzip kann man so eine komplette Serie hier draus machen, wo wir unsere gesamte Vergangenheit einfach mal so. Unnormal. Ich habe locker noch auf meinem Rechner ein paar Videos. Richtig locker. Alter. Wir gehen jetzt auf meinen alten Let's Play Channel. The Knuckle. Ja. Und der ist noch komplett online. Der ist noch komplett online. Der hat ja auch Views. Der hat ja auch Abonnenten, Digga. Der hat 2000 Abonnenten. Einfach. Ja, der hat mal fast 4. Was? Echt? Alle deabonniert? Likes. Da sieht man auch teilweise so Leute, mit denen wir jetzt heutzutage noch voll viel machen. So, da habe ich schon Videos mit Crowncrafter gemacht, mit SK gemacht und so. Ich glaube, das ist das erste Facecam-Video, wo ich Minecraft Amnesia gespielt habe. What the fuck? Es fängt einfach damit an. What the fuck? Das war ein geiles Intro. Ach, das war ein Teaser. Ey, du hattest ja Format, du hast das alles, Digga. Ich zeig da so ein fucking Stop-Motion-Video. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Disagree ist das erste Let's Play. Ich rede halt auch voll undeutlich. Ach so, du hast es extra dunkel gemacht, damit das Spiel creepy wirkt. Ja. Krass, Alter. Okay. So. Nee,
Aua. Und wie viel hast du das gedreht? Bestimmt auch irgendwie so um 7 Uhr morgens, Alter. Zeitlang bin ich vor der Schule aufgestanden, habe ein Video gedreht. Und wenn ich nach der Schule wieder kam, habe ich noch ein Video gedreht. Also die erste Zeit habe ich eins nie hochgeladen, krank, weil ich nicht zufrieden war mit. Damals schon komplett ernst genommen. Genau, genau. Und damals schon komplett ernst genommen. So ein Jahr später ungefähr habe ich dann 2 Videos jeden Tag hochgeladen. Ja. Da habe ich dann am ganzen Wochenende alle meine Freunde immer so, ey, lass draußen spielen gehen, bla bla, lass draußen was erleben. Oder lass mal feiern gehen. Mhm. Was habe ich gemacht? Teilweise jeden Samstag, Sonntag 8-9 Stunden The Forest aufgenommen, jeden Tag. Mhm. Damit ich die ganze Woche lang die zweiten Videos habe. Krank. Das war einfach echt heavy. Und ich muss echt sagen, dass ich Let's Plays gemacht habe, hat mir so geholfen, was so frei sprechen und sowas angeht. Das ist übel geil. Ich habe irgendwie das nie auf die Kette bekommen, dann irgendwie so einen regelmäßigen Output oder so auf die Beine zu bringen, weil ich immer irgendwie anders geile Videos irgendwie dann damals machen wollte. Ich habe einfach Minecraft Let's Plays gemacht. Ich habe dann, keine Ahnung, nie so auf mich selbst genug verlassen. Als ich dann mit der Schule fertig war, so als ich Abi gemacht habe, dachte ich dann immer so, fuck, ich hätte die ganze Zeit irgendwie was anderes machen müssen und wäre dann jetzt bestimmt schon voll am Start. Aber irgendwie ist gerade für mich geil zu wissen, dass du quasi eine ganz andere Strategie gefahren bist und halt die ganze Zeit Videos gemacht hast und so, dass es bei dir auch erst danach kam. Auch erst nach meinem Abi tatsächlich. Ja, deswegen ist da es, ich auch gleich es ist scheißegal quasi, was man macht, glaube ich, wenn man einfach durchzieht und einfach... Durchhalt für mich ist das Allerwichtigste. Und das Video, was ich eigentlich sagen wollte, war mein 1000 Abonnenten-Special. Oh, damn. 1K Nuggets. Ich habe meine Abonnenten damals Nuggets genannt. So Nockel Nuggets. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, ne? So. Warte mal, 1000 Abonnenten-Special? Ja. Ich habe noch ein 100 Abonnenten-Special von damals, aber okay. Schönen Tag mit euch, Jung und Herz. Schon mal ganz anders so. Süß, einfach so ein Mini-Marius, Alter. PlayStation All-Stars. Das ist nicht Passi. Nein, das ist nicht Passi. Ich dachte gerade, das ist ein Kumpel von mir damals. Für einen Moment. Für einen Moment sah es aus wie Passi, Alter. Hast du zum Beispiel mit Krankhafter ein Video? Also. Angeschrien. Ach, guck mal, Außenseiter-Merch, Alter. Als ob, einfach so Merch von dir, Mann. Außenseiter-Merch mit hässlichen Hoodie von Unge, Alter. Ich war richtig im YouTube-Game drin. Als ob. Stell dir vor, damals hätte jemand gesagt, so, yo, eines Tages musst du einfach so ein Deepfake-Video mit Unge machen. So, dann, Alter. Und mit Dima auch die ganze Zeit einfach abhängen, so. Diese krank. SK war der erste, den ich in der YouTube-Szene kennengelernt habe. Ich habe einfach eine YouTube-DM geschrieben, das ging damals noch. Ja. Dass ich ihn so voll cool finde und so. Und ob wir irgendwie mal zusammen was machen können oder so. Ja. Und ich hatte da 300 Abos oder so. Und dann hat SK mir halt zurückgeschrieben, so, yo, ich bin dein Channel, voll geil, so, ich hätte voll Bock, was mit dir aufzunehmen. Dann hat er mich auf einen Teamspeak geholt damals. Ja. Und das war voll die heftige Entscheidung, weil auf diesem Teamspeak waren dann unter anderem so Minecrafter 1905, Suitak und Ego Tactics und Logo, der jetzt mittlerweile auch voll der riesige Minecrafter ist. Logo kann ich sogar. Weißt du, wer auch auf diesem Teamspeak war? Passi. Lol. Ja. Hab ich kennengelernt, oder? Ja, also SK hat eigentlich den Kontakt von Passi und dir gemacht. Ja, so mehr oder weniger. Also ich habe irgendwann so ein Minecraft-Projekt organisiert und da brauchte ich jemanden, der die Server aufsetzt. Und das war Passi. Und da habe ich angefangen, mit Passi richtig viel zu quatschen. Lol. Das war so vor 5 Jahren ungefähr. Weißt du, wer bei mir so ein Charakter ist? Felix Bar. Es ist schon eine ziemlich abgefahrene Story. Hä? Lol, das hab ich gar nicht erwartet. Richtig random so. Aber, weil der kommt auch aus Stuttgart. Yeah. Der war der allererste, der jemals auf diesem Kanal so einen Kanalkommentar hinterlassen hat. Kennst du noch Kanal? Ja, klar. Gibt's halt auch nicht mehr. Und er hat damals dann direkt so geschrieben, als ich irgendwie meine ersten 2 Videos hochgeladen habe, so, boah, ey, ich finde deinen Kanal voll cool. Voll, und der hatte damals dann halt auch schon irgendwie so 200 Abonnenten oder so. Ich habe gerade gestartet und ich dachte nur so, Alter. Und dann haben wir diese gesamte quasi Anfangszeit von YouTube voll zusammen durchgemacht. Das ist so wunderschön, Digga. Ich hatte so viele Stories. Mir ist ja mit Revi damals noch was passiert, das kann man nochmal erzählen. Und wie das mit InScope und so kam und so. Es gibt so viel zu erzählen. Es gibt so viel zu erzählen. Jetzt zeig mal so einen Step weiter, so, wo man dich vielleicht schon sieht. Genau. Ich merke auch gerade so, wir haben ja gesagt, wir wollen 3 Videos zeigen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall zu viel so. Ja, wir erzählen so viele Storys zwischen. Boah, ey, voll. Wenn ihr das feiert, Leute, schreibt mal in die Kommentare, lasst mal irgendwie Daumen da oder so. Wir hätten auf jeden Fall Bock, genau, noch so eine Folge zu machen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Das nächste Video ist schon ein kranker Step in die Zukunft. Ja. Und das war, als das iPhone 4 rauskam. Und okay, da kam Siri raus. Don't argue with Siri. Ging damals auch übertrieben ab. Ist auf Englisch. Ach, krass. Ich war in Amerika so. Hey, man. Oh, hey, Siri. How was your day? It was boring. I've been lying here for 7 hours. Oh, I'm sorry, Siri. Yeah, my day was horrible too. First, my girlfriend broke up with me. I don't care about you. Siri, what's your language? Matthew, what's your mother? Siri, stop. If I was your girlfriend, I would have broken up too. Siri, I'm really holding me back right now. Okay, that's enough. Der Humor ist auf jeden Fall gleich. Digga, absolut inspired damals von Freddy W. Kennst du noch Freddy W? Ja, natürlich. Guck mal hier, wo das iPhone sagt, what your mother? Da hört man so voll, wie ich das so voll leise sage, weil ich voll Angst hatte, das auszusprechen, weil in der Gastfamilie da und darf auf keinen Fall fuck sowas sagen, weißt du? Oh. Dann bin ich extra in so einen Keller gegangen, hab mich dann in so eine Ecke gesetzt, hab dieses Voiceover aufgenommen und es war niemand daheim. Aber ich hatte trotzdem so Schiss, dass mich irgendjemand hört, dass ich einfach nicht mal mich getraut habe, das irgendwie laut auszusprechen. Deshalb sag ich so, watch your motherfucking face. Aber auch das Video wurde so damn gehatet. Waste of my time. The geilest Harlem Shake. The geilest Harlem Shake, das ist geil. That was retarded. You just wasted 1 minute and 4 seconds of my fucking life. Das war damals mal so ein Kommentar, der so viel immer verbreitet wurde. Felix Bar. Ah. Mein
meine Fresse, Matze. Ja. Du bist noch zum professionellen Filmwerk hier. Das Video war der Wahnsinn und die beste Produktion, die ich je von dir gesehen habe. Weiter so, LG Felix. Ja, Ehrenmann. Digga, der hat damals immer unter meine Videos kommentiert. Der war immer so ein Dude, der immer so an mich geglaubt hat irgendwie. Voll geil. Voll absolut, schön. Absolut ehrenvoll so. Also, Love ist da auf jeden Fall für immer am Start. Das Video. Das Thumbnail, Digga. Das Thumbnail. Hey Internet, willkommen zu einem neuen Video. Aber so habe ich dich irgendwie kennengelernt. So. Ja? Ja. Das ist eine massive Sitcom-Viele. Guck mal, da waren schon Bilder drin. Da waren Passi, Animo, Animo, Palocos, Corrupted, Charlie und Iblali. Ich habe alles schon in diesem mini kleinen Zimmer gedreht. Das war so... Ach echt? Das ist so klein wirklich das Zimmer gar nicht. Jetzt pass auf. Boah, wisst ihr was? Ich fliege jetzt zum... Mars! Wo war der Witz? Digga, du hast damals schon diese Warp Faces gemacht, die heutzutage jeder macht. Ja, aber so auf Extreme. Ja, voll. Mars! Warum machst du das? Ich weiß, warum ich den Witz damals gut fand. Weil es aus so einer Big Bang Theory Folge und das ist halt damn witzig und ich wollte es halt so als Referenz einbauen. Ach so. Aber bei mir hat es halt absolut nicht funktioniert. Hast du denn irgendwann gecheckt damals? Es haben schon welche gecheckt. Das sind Maße aus Big Bang Theory. Ah, okay. Ja gut, wenn die Leute es gekannt haben, dann ist ja okay. Zwischen dem Video, was ihr gerade von mir geschaut habt, und dem gibt es halt so Milliarden Sachen, die man noch auf jeden Fall erzählen kann. Ja, ich fand es ganz geil, einfach mal so ein bisschen größere Sprünge zu machen, weil man einfach find ich auch so ein bisschen die Entwicklung sieht schon. Voll, aber gerade wenn man diese Videos anguckt, dann merkt man auch, dass es halt einfach so Milliarden Sachen irgendwie noch dazwischen gibt, die es irgendwie zu zeigen gibt. Es gibt auch auf jeden Fall noch viel peinlichere Sachen bei mir. Es gibt bei mir auch so viel peinlichere Sachen noch. Okay, Leute, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock habt, davon noch mal mehr zu sehen. Dann machen wir noch mal so eine Nostalgie-Session auf jeden Fall. Ist doch geil so, dass man sich dadurch irgendwie besser kennenlernt. Irgendwie so. Ultra! Dann, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die alten Videos fandet. Falls ihr schon so mega lange Zuschauer seid oder jetzt einfach gerade nicht so viel. Ja, schreibt auf jeden Fall mal, ob ihr die Videos davor schon kanntet. Genau, genau. Was mich interessieren würde, ey, wenn ihr irgendwelche cringy Videos von uns kennt, die wir vielleicht ganz vergessen haben, könntet ihr auch in die Kommentare schreiben. Dann reacten wir da drauf. Oh ja, okay, das klingt gut. Freunde, macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir und sehen uns. Abonnieren und nicht vergessen. Abonnieren, achso, die Umarmung. Achso, oh ja, das stimmt. Klar, bei dem Freunde-Video darf ihr wunderschön. Geil, Mann. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao. So ein weirdes Ding, die komplette Pubertät im Internet festgehalten zu haben, oder? Absolut, Digga. Es ist so weird. Das hat Vor- und Nachteile. Und Leute, größtes Highlight: ein Real-Life-Keks. Soll ich ihn ganz aufessen? Ja oder nein? Okay, ich hab's aufgegessen. Direkt die nächste Mission, Bruder. Alles klar. Ich hab noch was weiteres zum Vernaschen gefunden. Ja. Ui, lecker. Ich glaube. Oder das? Nee, eher wir beide, ne? Ja, nein. Freunde!